Hallo Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für Planung und Umsetzung des Tag der Lehres. Und wer sich noch nicht angemeldet hat, könnte durch dieses Gespräch davon überzeugt werden, das jetzt sofort auf der Stelle kostenlos zu tun. Denn wir haben zum Beispiel so grandiose Beitragende wie die Michaela, die sich jetzt gleich vorstellen wird. Ja, hallo, mein Name ist Michaela Moser. Ich darf auch wieder beim Tag der Lehre was beitragen. Ich bin Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Department Soziales, des Art-Institut für soziale Inklusionsforschung. Wir forschen sehr gerne und sehr viel mit Studierenden. Wunderbar. Großes Thema vom Tag der Lehre ist ja projektbasiertes Lernen. Und ich möchte von dir wissen, wie könntest du oder könnten wir sicherstellen, dass das so richtig, richtig schief geht? Wie könnte man das sicherstellen? Ja, indem wir einen total fixfertigen Plan haben, mit dem wir auf die Studierenden zugehen, wo schon steht, am ersten Tag passiert das, bei der zweiten Einheit das, bei der dritten das und auch schon klare Einteilung, wer was machen muss. Sie können sich vielleicht maximal noch zu irgendeiner Task zuteilen, also indem alles schon extrem vorgegeben und vorstrukturiert und keine Freiräume sind. Das ist eine gute Idee. Und was wäre denn eine Gelingensbedingung aus deiner Sicht für projektbasiertes Lernen? Ja, dass also einerseits schon natürlich der Auftrag vom Grund her klar ist. Also es muss schon irgendwie ein Ziel geben für diesen Auftrag, aber dass dieses Wie, der Weg sozusagen oder die Wege, dass die sehr offen sind und dass da wirklich auch sozusagen das Lernen unterwegs passiert und nicht irgendwie eben schon so ganz klar vorgegeben ist. Also sehr prozesshaft eigentlich die ganze Geschichte angesetzt wird. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, wird das auch sehr stark so ein Fokus von deinem Beitrag zum Tag der Lehre sein. Worum geht es dann? Genau. Ich möchte eigentlich ein bisschen was, ich versuche irgendwie das, was ich vermitteln will, auch gleich anzuwenden. Was wir eben sehr viel machen in unserer projektbasierten Lehre und Forschung oder Lehrforschung, ist, dass wir Methoden aus der Bürgerinnenbeteiligung anwenden, vor allem die sogenannten Bürgerinnenräte oder Wisdom Councils, wie sie ursprünglich heißen. Und ich wäre am Tag der Lehre so ein Mini-Wisdom Council mit vielleicht wechselnden Teilnehmerinnen machen. Das ist ganz was Neues. Das heißt, wir werden gemeinsam eben mit dieser Methode an dem Projekt, wie können wir projektbasiert lernen und lernen, arbeiten. Wow. Ein Art Live-Experiment. Das ist... Cool, also wenn ich dort nicht in fünf anderen Rollen unterwegs wäre am Tag der Lehre, würde ich dort teilnehmen. Also wie gesagt, wer noch nicht sich angemeldet hat, jetzt ist es allerhöchste Zeit, sich kostenlos anzumelden zum Tag der Lehre. Und wir freuen uns schon sehr drauf, gemeinsam mit der Michaela Moser dort lustvoll zu experimentieren. Bis dahin. Ja, wird sehr spannend. Ich freue mich auch schon auf alle, die da kommen und teilnehmen. Okay. Bis dann.